Willkommen zurück. Es geht gleich weiter mit unserem nächsten Thema, nämlich den Operatoren. Neue Überschrift. Wir können auch Operatoren nutzen im Jupyter Notebook. Zum Beispiel die Addition. Wir können auch multiplizieren. Das Coole ist, dass wir jetzt nicht nur Zahlen nutzen können, sondern auch unsere Variablen. Zum Beispiel können wir unsere Variable age von vorhin nutzen und diese mit 10 multiplizieren. Mit dem Pluszeichen können wir auch Strings miteinander verketten. Zum Beispiel name plus name. Dann bekommen wir zweimal Lovelace zurück in einem String. Wir können Strings auch x-mal miteinander verketten. Was wir nicht tun können, ist verschiedene Datentypen miteinander zu addieren oder subtrahieren. Ein Beispiel: name plus 10 und wir bekommen eine Fehlermeldung. Schauen wir uns die Fehlermeldung einmal genauer an, denn in diesen Fehlermeldungen finden wir oft schon das Problem. Es handelt sich also um einen Type Error: can only concatenate string, not int to string, also not integer to string. Was können wir also tun? Wir könnten theoretisch name plus und die 10 als string angeben. Dann würde das Ganze wieder funktionieren. Aber wir können keine Zahlen mit Zeichenketten addieren. Wir können Division nutzen, zum Beispiel unsere Variable size durch die Variable age. Was wir hier auch wieder nicht tun können, ist Strings durch Zahlen subtrahieren. Ein Beispiel: belegen wir mal eine neue Variable, nehmen wir number of articles gleich 50 als String angegeben. Wenn wir jetzt number of articles durch 10 dividieren wollen, bekommen wir wieder eine Fehlermeldung: unsupported operand types for string and int. Was in dem Fall funktionieren würde, ist, dass wir eine Funktion nutzen, um den Wert 50 in eine Zahl umzuwandeln, nämlich int. In die Klammer packen wir dann unsere Variable, also number of articles, und das Ganze durch 10. Das würde funktionieren. Was wir auch tun können, ist zurück in diese Zelle springen und den Wert neu zu vergeben, nämlich in 50 als Zahl. Wenn wir diese Zelle jetzt ausführen, bekommen wir keine Fehlermeldung mehr zurück. Ich lasse es mal noch so stehen. Also hier nochmal sehen wir, dass wir Variablen auch wieder neu belegen können, wenn wir in die Zelle zurückgehen. Im nächsten Video schauen wir uns Funktionen und Methoden an.